So, YouTube, hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir spielen wieder unsere drei Runden Pinpointing, drei Runden unendlich viel Zeit und finden genau raus, wo wir sind. Zumindest gebe ich mir Mühe, in der letzten Runde lief es wirklich nicht so gut und wir haben sogar einen Punkt liegen gelassen. Diese Schmach muss vergolten werden. Wir müssen es besser machen. Deswegen sage ich, let's go, Runde 1. Startet jetzt und ich würde sagen, kommt zum Anfang Thailand oder Indonesien. Och nö, ach nö. Ich würde fast sagen, wieder Kolumbien. Zona Urbana. Die Sonne ist im... im Süden, also sind wir ganz leicht im Norden, ja. So eine urbane Taratendo Nuevo. Also zwischen Mexiko und Kolumbien würde ich mich gerade mal wieder entscheiden müssen. Da das diesmal aber grüner aussieht, entweder sind wir Richtung Yucatan oder halt Kolumbien. Leider ist beim Bus alles Relevante geblurrt, was wir in irgendeiner Weise verarbeiten hätten können. Ja, sehr schade. Und das ist eine interessante Landschaft dahinter. De Via a cada lado de Eje Segun Derecho, De Via. Ja, manche können ja die Sprachen auseinanderhalten. Ich bin froh, dass ich erkenne, dass es irgendeine Form von Spanisch ist. Also wie mir das aussieht, aber die Sonne ist halt doch sehr südlich, nicht? Vijase, Falacidad. Das ist ein ganz flacher See, kann das sein? So wirkt es zumindest. Er ist schade, wenn man eher in so bevölkerungsreicheren Gegenden startet, nicht? Dann hat man eher so das Gefühl, oder findet auch mal interessante Sachen. Hier, wir fahren jetzt wahrscheinlich 200 Kilometer dem Bus hinterher. Weiß nicht, ob das so immer so spannend ist. Andererseits kann man das auch schlecht skippen, nicht? Ich würde auch gerne so einen Autoplay-Modus haben, dann könnte ich nebenbei irgendwas, ja, nicht anders machen, aber irgendwie einfach abwarten, nicht? Dass man selber klicken muss, ist halt... Boah. Oder dass er wenigstens bis zur nächsten Kreuzung vorspringt. Sowas wäre richtig krass, nicht? Also bis zum nächsten Abzweig springen, das wäre stark. Andererseits weiß man ja nicht, wie weit das war. Es könnte in Australien also locker dann 500 Kilometer sein auf der einen Straße, die einfach gerade durch die Wüste geht. Aber sowas hat man ja eher seltener, wie in Botswana, da könnte das vorkommen. Und da ist es dann wichtig, auch die Abstände so ein bisschen zu kennen. Aber so für das erste Gefühl, bis man weiß, überhaupt wo man vielleicht genauer ist, dass man sich dahin skippen kann. So klack, 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 5 Abweichungen, dann stehe ich in der Stadt und dann kann ich eher herausfinden, wo ich bin. Das wäre vielleicht eine coole Sache, wird es natürlich nie geben. Tatarenda, Laguna Tatarenda. Jetzt wissen wir den Namen von diesem unsagbaren See da rechts. Und ich würde sagen, diesmal machen wir nicht den gleichen Fehler. Wir fahren 5 Minuten in die eine Richtung und dann drehen wir um, nicht wahr? Kilometer 400. Das ist auf jeden Fall eine lange Straße. Hm.
Okay, 4,47. Letzte Kurve, würde ich sagen, weil ich glaube nicht, dass hinter den Bergen mehr kommen wird. Also, ja, irgendwann, klar. Aber jetzt wird hier Mirado El Limón. Okay, das gucken wir uns noch an in 200 Metern. Nicht, dass es irgendein Landmark ist. Okay, wartet. Okay, hier springt er krass in den Straßen hin und her. Hat er einfach mal so 500 Meter übersprungen. Wahrscheinlich sind wir schon an dem Ding vorbei. Okay, hier geht's auf jeden Fall runter. Ja, ich glaube, das kommt hier nicht mehr. Er hat halt immer die Hoffnung, dass es so ein bisschen wie beim Shorts gucken. So dass man denkt, so in der nächsten Runde. Okay, er lässt uns nicht weiter. In der nächsten Kurve, da kommt irgendwas. Und ich sehe, der Chat darf gerade abstimmen, ob wir diese Runde unter eine Stunde schaffen. Und er ist aktuell für Nein. Sehr demotivierend. Was soll ich nur dazu sagen? Santa Cruz. Emilio Lucas Carf Bombas Inter Rockdas Bosch. Okay, ich speichere die Situation ab. Wir fahren so Richtung Osten. Dann fahren wir jetzt mal Richtung Süden. Nicht, dass hier hinter gleich die große Autobahnkreuzung kommt. Und ich mich umsonst kaputt mache. Guten Tag. Und weg ist sie. Tatrenda Nuevo. Gut, wir wissen zumindest, wir haben eine Abfahrt genau hinter unserer Position. Das ist also gut. Hier sollte ich nicht daneben liegen dann. Das sollte also relativ gut klappen. Ja, wir sind mitten im Nirgendwo. Ich muss mal hier auf Einzelklicks umstellen. Der springt schon wieder so unsagbar hin und her. Na gut. Jetzt, wo ich diese Situation hier sehe, würde ich vielleicht auch auf Nein gehen. Mein Kilometer 400, Kilometer 600 oder was wir hier sind. Eieieiei. Also da kann man sagen, was man will. In Afrika lässt sich relativ gut navigieren. Einfach weil es auch nicht so zugeballert ist. Nur, dass da nicht alles auf der Karte dran steht. Tatendra wieder. Wenn man natürlich hier in dem Fall weiß, dass Tatendra zum Beispiel in Nordkolumbien liegt, hat man natürlich das Glück. Dass man das besser einordnen kann. Aber ich. Da kommt nichts. Tatendra. Logistika. 600, 567 Meter über Normal Null. Aber welches Land ihr seid, konntet ihr nicht noch ranschreiben. Wo ist denn das Schild? Da. Progreso. Dun, 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 dun.
Ja, das schaffen wir nicht unter einer Stunde, nicht? Also wenn jetzt nicht zufällig genau eine große Stadt kommt, die 50 Kilometer entfernt ist, die ich sofort auf der Karte entdecken kann, dann fahren wir jetzt alleine eine halbe Stunde. Oh, was ist denn mit ihm los? Was macht er da? Elton John einfach am Straßenrand? Er ist nicht geblurrt, interessanterweise. Hat Google ja richtig gut gemacht. Oh, der Chat sagt jetzt 50-50. Ist motiviert, aber ich glaube noch nicht dran, dass ich unter einer Stunde rauskomme. Aber danke für die Motivation, die brauchen wir. Wäre cool, wenn man irgendwie sich so verschiedene Autos freispielen könnte, die dann schneller fahren und dann immer ein oder zwei Bilder überspringen. Sowas wäre echt hilfreich. Mal exakte Pinpoint-Location und du kriegst ein Auto, was lange Strecken schneller überspringen kann, weil du gerne rumfährst oder so. Ihr müsst euch hierzu übrigens den Song anmachen. I walked 500 miles and I just walked 500 miles and therefore I am 100 miles. Oder irgendwie, wie der geht. Ihr kennt den Song. Das ist immer der richtige Song hierfür. So richtige Roadtrip-Musik. Aber ich muss sagen, gegenüber Mexiko, wo wir vorher waren, allein weil das hier grün ist, fährt sich das viel cooler. So. Auch vom Gefühl her. Und ihr müsst wieder sehen, guckt mal, was die rechts und links haben. Einfach im Nirgendwo haben die trotzdem einen Randstreifen für Radfahrer, für Fußgänger. Oh shit, und wir kommen nicht weiter. Oh no. Agricola Ganadera Hacienda. Shit. Okay, dann müssen wir von der Richtung weiter nach Osten fahren. Gut, dass ich den Checkpoint abgesperrt habe. Also außer Tatendra haben wir aktuell noch nichts. Das heißt, die andere Richtung Süden führt irgendwo hin. Warum konnte er da nicht weiterfahren? Manchmal ist eine große Stadt in der Nähe, die er separat dann abfährt. Aber dann hätte ja was dran gestanden, nicht? Er hätte irgendwas dran gestanden. Hier oben zum Beispiel hätte man wunderbar hinschreiben können. Nächste große Stadt in 200 Kilometern. Aber nix da. Nisch passiert hier. Okay. Chat sagt jetzt zu 66%, dass wir das schaffen. Ihr seid echte Believer, wenn ich mal so believen würde. Steht da eine Straßennummer? Nee, nicht mal sowas. Nicht, dass am Rand irgendwo, da steht nur Kilometer 400, Kilometer 600. Das hilft halt nur nicht. Da seht ihr, hier, er nutzt den Streifen nämlich wunderbar aus. Warum können wir das in Deutschland nicht einfach so machen? Ich meine, die Straßen und haben doch eh links und rechts nochmal so einen Meter Platz, wo meistens einfach eh grün ist. Dann kann man da doch auch ein bisschen mehr betonieren und
gerade auf gefährlichen Landstraßen die Situation entschärfen. Also auch für Autofahrer, die einen Traktor ausweichen müssen oder so, wäre das doch einfach wesentlich besser. Es läuft heute einfach nicht. Da kommt mal wieder was. Endlich mal ein Schild. Aguia Buena. Okay. Na, lass mich da vorbei. Könne aber nicht rein. Wow, ist auch nur ein einzelnes Haus. Okay, er fährt hier irgendwie rückwärts. Ich weiß nicht warum. Jetzt geht's wieder. Hey, hast du dich versteckt? Wo ist Waldo? Da ist Waldo. Hallo Waldo. Waldo die Kuh. Einfach entdeckt. Die sieht ein bisschen schimmelig aus. Lebt die noch oder schimmelt die da schon? Naja, irgendjemand wird sie schon vermissen. Waldo die Kuh. Schnell weiter. Bevor wir noch beschuldigt werden, die Kuh da verschimmelt lassen zu haben. Aber so gar keine Hinweise, nicht? Also das ist ein echt scheiß Startpunkt. Oh, ich weiß nicht, ob ich das in der Aufnahme reinnehmen soll. Vielleicht brechen wir auch lieber ab. Ich glaube nicht, wenn wir jetzt hier nicht mehr weiterfahren können, dann kriege ich keine Hinweise, nicht? Dann gucken wir einmal über Kolumbien, ob ich Tentandra sehe. Wenn wir das nicht sehen... Das sieht aus wie so eine Maya-Pyramide, so ein bisschen. Er soll gegen Feldstürze schützen, nicht wahr? Wir sind ja echt im Nirgendwo, in irgendeinem Berg. 800 Höhenmeter, nicht? 765 stand dran. Pointe, einfach nur Pointe. Nicht? Nicht mein Name, sodass man danach suchen könnte. Der Bus, den haben wir immer mal wieder im Blick, aber da ist alles geblurrt dran. Auf jeden Fall endet unsere Straße im Süden und nach Norden geht's immer weiter. Hm. 80 Benutzer sagen jetzt, jo, wir schaffen das? Ihr seid verrückt. Oh, war da eine Straßennummer? Nee, jetzt ist Kilometer 157. Okay. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Kann man nicht lesen. Ah, ich glaube, hier kommen nicht viel mehr. Also irgendwann wird schon was kommen, nicht? Aber kommt jetzt in den nächsten 100 Kilometern was? Pointe. Aber andererseits, ihr habt recht, nicht? Ihr sagt mir immer, ich muss durchziehen. Nicht aufgeben. Nur weil es mal länger dauert. Wir sind ja dafür da, die genaue Location zu finden. Und wenn es mal länger dauert, dann dauert es halt mal länger. Und dann essen wir einen Snickers und dann ist wieder alles gut. Ich meine, was hat der da für Aufkleber drauf? Hilft uns das weiter? Caveras, geblurrt, wenn man es lesen kann. Metancon. Das Kennzeichen kann man auch kaum lesen.
Ja, wenigstens so ein kleiner Ort oder sowas. Die leben hier aber alle in Hütten. Vielleicht ist auch eine Straße, die zwischen Ecuador und Kolumbien verläuft oder so. Ist die Sonne immer noch? Die ist jetzt auf jeden Fall im Süden. Also sind wir jetzt im Norden. Das heißt, wir fahren leicht über den Äquator drüber, würde ich sagen. Wartet, an dem Auto? I love Ecuador? Nee. Ecuador, Kolumbien vielleicht sprechen? Ich weiß nicht mehr, wer gelbe Straßenlinien da unten hatte. Ah, ich meine, ist ein schöner Ausflug, nicht wahr? Euch ein bisschen mal die Natur zeigen. Nicht nur in meinem Parat, auch mein Geotastic. Aber ich kann schon verstehen, wenn ich hier als Autofahrer irgendwann müde werde und leicht einnicke, nicht? Das ist schon in echt, glaube ich, sehr entspannend für den Körper und wenig abwechslungsreich. Und wenn dann was kommt und passiert, nicht, dann Bremsspur und zack, raus. Das geht dann schneller, als man nämlich gucken kann und einem lieb ist wahrscheinlich. Hier steht mal ein bisschen was. 425 Meter. Body Oxux. Hilft nicht, oder? Also an was es mich erinnert, ist halt die Ecke hier. So, wo wäre denn der Äquator? Der wäre hier. Ich meine, von den Bergen können wir irgendwo hier halt auch sein. Aber es muss eine lange Straße sein, die Nordost-Südwest verläuft. Das könnte also hier schon irgendwas sein. Wie heißt denn nochmal das Zeug? Ich mach mal Folgendes. Ich gehe nochmal back to previous. Wir fahren von dem hier. Okay, von dem fahren wir nach... Wir fahren nach Norden. Back to start. Ich will noch mal wissen, wie das geschrieben wird. Oh Mann. Also das Ausblurren von Straßennamen nervt tierisch. Da können sie ihren Algorithmus noch mal neu drüber laufen lassen. Tatarenda. Tatarenda. Ich meine, die ganze Region heißt Tatarenda. Pinchiba. Ah, vielleicht war vorhin zum Beispiel der Kompass nicht ganz richtig ausgerichtet. Dann kann es sogar sein, dass wir mehr im Norden sind, als ich wieder denke. Dann sind wir doch in Mexiko. Oder in Kolumbien. Ist auch manchmal problematisch. Tatarenda. Vor allem mit diesen Sonderzeichen, oder sind das einfach, ich glaube, das sind Schrauben, nicht? Okay, das sind keine Sonderzeichen, wie hier bei Tükeres. Okay, Tatarendas. Ich meine, die Straßen in dem Land verlaufen halt schon in der richtigen Richtung, nicht wahr? Ich kann mir schon vorstellen, dass wir auf der hier sind. Aber hier kommen eigentlich Hier sind wir. Puente. Da stand nämlich vorhin nur Puente und ich dachte noch, warum steht da nur Puente? Kann das sein?
Ey, bitte lass hier irgendwo ein Tataranda sein. Hier ist ein Tamamingo. Kein Tataranda. Denanio. Wir wissen ja nicht mal, in welchem Munzipal wir uns befinden würden, wenn wir uns hier befänden. Aber gut, wahrscheinlich steht an jeder dritten Brücke nur Puente dran. Und Tataranda geht nach Westen weg. Können wir vielleicht in die Straßen nach Tataranda rein? Die ging doch irgendwo hier ab gleich. Hier. Nee, da kommen wir nicht mal rein. Scheiße, ich dachte, man kann da vielleicht irgendwas gucken wegen Sinn. Kiosko. La Curva. La Algeria Nuestra. Mendocina, Mendanica, Mendocina, Mendocina, Mendocina. Ich fahre jeden Tag nach Mendocina. Gibt's da nicht einen Song? Oder Mendocino, nicht? Wahrscheinlich liegt das in Italien oder so. Steht auf der Seite was anderes? Nee, auch nur das. Man hat auch nicht reinfahren. Ich meine, die meisten Puentes haben halt einen Namen, nicht? Schon auffällig, dass die keinen Namen hat. Puente la Estanica, Puente. Hacienda? Wir sind auf jeden Fall an irgendwelchen Haciendas vorbeigefahren. Gut, wird es hier wahrscheinlich auch alle Nase lang geben. Ja, Florida. Tja, oder doch Mexiko. Ich glaube, da würden die Namen in dem Bereich würden ganz anders heißen, nicht? Hier ist zumindest Nueva. Das wird es auch genauso oft geben. Hallo Dino, wir spielen Geotastic. Wir werden irgendwo abgesetzt und müssen herausfinden, wo wir sind. Und das, indem wir in Google Maps umherfahren und herausfinden, wo der Ort ist. Leider haben wir eine richtig blöde Ecke erwischt. Und wir wissen nicht mal, in welchem Land wir gelandet sind, genau. Ich würde immer noch sagen, wir sind eher am Äquator und haben ihn überfahren. Also wir sind dann auf der Quito-Linie, dann könnten wir eigentlich nur hier liegen. Aber da hätten wir andere Namen, glaube ich. Ja, Simon Bolivar oder sowas wäre uns über den Weg gelaufen. Ist eigentlich ein bekanntes Spiel, so ähnlich wie GeoGuessr. Das kennen die meisten eigentlich. Geotastic ist halt ähnlich, aber for free. Donationware, so ein bisschen, ein paar Funktionen kann man durch Spenden freischalten, aber so grundsätzlich lässt es sich auch so benutzen. Ich weiß halt nicht. Back to Checkpoint. Und wir haben echt wirklich eine richtig miese Ecke. Eigentlich spielen die meisten Leute so, dass sie so schnell wie möglich, so dicht wie möglich kommen
und sich freuen, wenn sie dann so 10.000 Punkte kriegen bei drei Runden. Aber wir wollen die 18.000 Punkte erreichen und fahren deshalb ganz gezielt umher. Wir sind nur mitten im Dschungel im Nirgendwo und haben nur einen Dorfnamen. Bisher keine Straßennummern, kein nix gefunden. Und das ist immer echt übel. Und jetzt müssen wir hier 500 Kilometer durch die Pampa heizen und hoffen, dass am Rand irgendwann mal ein Abzweig kommt oder eine größere Stadt, die uns dann einen Hinweis gibt. Aber wir genießen auf dem Weg die Landschaft. Das Problem ist nur nach wie viel Kilometern? 420 Kilometern. Ja, so viel sind wir noch nicht gefahren. Campobello. Ja, wird's auch irgendwie bei dieser Lage ein bisschen langweilig, nicht? Wenig Abwechslung, es geht selten hoch runter. Man hat immer die gleichen Bäume links und rechts. Immerhin noch besser als Wüste. Und die Leute, die auf jo, wir schaffen das in einer Stunde mit 67% gesetzt haben, ich weiß es nicht. Wir sind schon bei Minute 31. Ich werde euch, glaube ich, enttäuschen. Ich bin echt skeptisch, ob wir das überhaupt schaffen hier. Kamiri. Okay, Kamiri. Ich habe kein Dorf gesehen in die Richtung, durch das wir gefahren sind. Aber hier ist ein Abzweig. Der könnte helfen. Können wir nicht in den Rhein fahren? Oh no. Gar nicht? Shit. Aber hier steht irgendwas. Vielleicht können wir das lesen. Das ist auf jeden Fall nicht Mexiko. Ich würde sagen, Kolumbien ist das da, nicht? Oder ist das der Adler von Ecuador? Ich kann es echt nicht erkennen. Da unten ist eine Karte. Seht ihr das? Das ist eine scheiß verfickte Karte und wir kommen nicht ran. Kacka. Sorry. Wie finden wir raus, wo das ist? Da ist ein See auf jeden Fall in der Nähe. Könnte der hier sein? Dann würden wir ja irgendwo hier sein. Das ist dichter am See dran, nicht wahr? Ich meine, so viele Seen gibt es hier auf der Höhe nicht. Das ist schon mal nicht schlecht. Generell gibt es hier gar keine Seen, außer es ist so ein ganz kleiner. Dann habe ich ein Problem, wenn das in der Zoom-Stufe wäre. Das ist schon der beste Hinweis, den wir bis jetzt haben. Ich speichere die Ecke hier mal ab. Tja. Ich sehe auch nicht, welcher Ort in die Ecke liegt. Kartoffelkamera halt. Vielleicht, wenn wir nach da fahren, vielleicht steht da was dran. Kamiri und El Espino. Kamiri und El Espino. Ich kann die Symbole leider von den beiden Ländern noch null unterscheiden. Beziehungsweise vergesse ich das ständig wieder. Und wenn man es deutlicher sieht, dann ist es auch klarer. El Camiro. Ja, aber so eine kleine Futzigchen. Weiß nicht, ob das uns hilft. Kamiri, El Camiro. Shit. Ich meine, und wir sind relativ hoch. Das heißt, es könnte schon passen hier. Von den Höhenmetern. Hier gibt es halt wesentlich mehr Orte, als wir abgefahren haben.
Hier könnten wir sein, auf der hier. El Cabeno, La Amarilla, Zwiejambel, Raphael, Tambera oder irgendwas mit T hatten wir. Und jetzt Kamiri. Das könnte auch erklären, warum wir hier vielleicht nicht weiterfahren konnten an irgendeiner Stelle. Rio Verde. War so weit, wir können nicht so weit südlich sein. Wo ist der Äquator? Da oben auf der Quito-Höhe. Das heißt, wir können eigentlich nur nördlich von Quito sein. Oder halt genau auf der Höhe, dann wären wir genau hier. Aber wir sind an keiner der Namen vorbeigefahren. In die Richtung könnten auch auf der hier sein. Dann würde ich aber erwarten, dass Santo Domingo dran steht. Steht halt einfach nichts dran. Das ist das Verwirrende. Okay, weiterfahren. Es hilft eh nichts. Also nicht, man kriegt ja irgendwann so ein Gefühl dafür, wo so eine Ecke ist. Aber nach 400 Runden und immer mit Wochen Pause dazwischen, da vergisst man solche Sachen. Oh, guck mal, endlich haben wir mal ein bisschen Überblick. Okay, guck mal, Richtung Nordosten ist eine komplette Ebene nur noch. Also Richtung Nordosten ist flach. Nordosten, Richtung Nordosten ist komplett flach, da kommt nichts. Das heißt, wir können eigentlich hier nur wirklich hier sein und auf diese Ebene rüber gucken. Also sind wir hier irgendwo. Vielleicht. Bei Puyo waren wir eh schon. Da müssten wir aber Richtung Nordosten diesen großen Berg sehen und den sehen wir nicht. Wir haben nur einen nach Nordwesten. Das heißt, wir müssten auf irgendeiner Höhe sein. Wo geht die Ebene los? Die geht genau im Norden los eigentlich. Die geht eigentlich genau im Norden los. Geht dann aber nach Osten rüber. Wir könnten also auch hier sein. Tierra Tendro. Ist das nicht das, was wir suchen? Aber hier gibt es keine Straße, oder? Juan Larica. Ist hier ein Kamiri? Ey, wenn es das ist, dann drehe ich durch. Wie hieß denn das? Ich speichere mal nochmal ab. Geh nochmal an den Anfang zurück. Wie heißt diese ganze Regionsecke hier? Tataranda. Nee, nicht Tira Rentro. Tataranda. Okay. Das wär's ja gewesen. Die Berge würde ich wieder sehen, nicht? Ich muss schon komplett auf so eine Ebene gucken. Norden Richtung Osten. Und die geht aber bis... Ja, okay, bis Osten sehe ich es nur. Das könnte schon für hier sprechen, aber hier ist wieder keine Straße.
Wie ist denn diese kleine? Unsere ist schon eine größere. Was sonst so geologisch? Wir könnten noch hier auf der Höhe sein irgendwo. Und auf das rauf gucken. Beim letzten Mal waren wir mal hier und haben hier runter geguckt. Aber da haben wir diese beiden Berge hier gesehen. Diese beiden kleinen Hügel. Hier ist irgendwo so ein Doppelding. Sag mal, wo war denn das? Irgendwo war hier so ein doppelter... Ich glaube, das hatten wir gesehen. Das und den hier oder so. Würde bedeuten... Hier gibt es halt aber auch wieder keine Straße, die in diese Richtung führt. Nur die da hinten. Würde auch nicht passen. Und wenn es doch Mexiko ist... Oh, und wir haben 500 Subscriber vollgekriegt. Wie haben wir denn das geschafft? Heute gucken gar nicht so viele Leute zu. Vielen Dank dafür. Jetzt sind es 485, hä? Okay. Hä? Ich wollte gerade sagen, was ist los? Eben war 500, dann 485. 485 ist aber auch schon stark. Was nicht stark ist, ist meine Leistung heute in Geotastic. Es liegt am Wetter. Ich schieb's einfach aufs Wetter. Ein Zug. Oh, das ist nicht schlecht. Ein Zug könnte helfen. Oh, was haben die da? Haben die einen Unfall oder sind die im Matsch eingesunken? Das sieht auf jeden Fall ungesund aus, die Armen. Also, zum einen sieht das Auto generell ungesund aus und zum zweiten sieht die Situation ungesund aus. Ich hoffe, da kommen sie durch. Oder sind durchgekommen, ist ja Vergangenheit. Okay, also wir haben eine Bahnschiene. Das ist, die verläuft neben der Straße. Das könnte uns echt helfen. Die geht Nord-Süd. Nicht Bahnschienen machen jetzt nicht so die krassen Dinger. Estancia de Pescales. Ein paar Hundis. Die können hier ruhig mal eine Flagge aufhängen. Also von den Farben, wenn ich es deuten müsste, würde ich Uruguay sagen. Oder Argentinien. Was wäre viel zu weit südlich? Also außer der Kompass funktioniert nicht genau oder so. Das habe ich alles durch, nicht? Mexiko, Kolumbien, Ecuador. Ich habe echt in den 3 Wochen Urlaub mein Wissen abgebaut. Auf Arbeit so wie hier. Und wir wechseln die Landesgrenze. Von welchem Land zu welchem Land wechseln wir denn? Wäre irgendwie schön, wenn man das ranschreibt. Und haben Sie einen Pass? Sie haben doch gar keinen Pass, um die Grenze hier zu passieren. Muss da irgendwo stehen, welches Land da kommt? Kann er nicht einfach... Da steht nur Rodage. Oder heißt es Mautstraße? Das könnte ja auch noch sein. Dass es einfach nur eine Maut ist und keine Grenze. Transportkontrolle. Okay. Und zwar für alle. Okay, ist nur so ein Polizeiposten, nicht eine Grenze.
Aber hier stehen wenigstens immer ein paar Schilder. Velodat, 20 km/h. Ich glaube, jetzt kriegen wir es hin. Jetzt haben wir, ja, guck mal, Santa Cruz 142 Kilometer. So, und Santa Cruz. Ja, aber wir haben das Land noch nicht. Cabezas, Abapo. Santa Cruz. Ich glaube, jedes südamerikanische Land hat ein größeres Santa Cruz, kann das sein? Ich kenne nur hier keinen Santa Cruz. Habt ihr einen Santa Cruz? Also auf jeden Fall der beste Hinweis. Also wenn wir wissen, welches Land und dann einen Santa Cruz finden. Ich meine, 142 Kilometer, das muss ein großes Ding sein, was auf der Karte steht. Ich meine, nicht, dass wir wieder in Guatemala oder sowas gelandet sind. Weil die haben Santa Cruz de Quich. Dann wären wir ja Cabezas. Ah, die haben hier nicht so. Ja, doch, die haben Berge. Aber wir hatten nach Norden eine Ebene, nach Nordosten. Das hätten wir in dem Land halt nicht. Wir sind nämlich auf dem Berg und hatten nach Norden und dann im kompletten Osten Ebene. Und zwar richtig weitläufig. Ich habe mich schon so gefreut, aber Santa Cruz ist zu generisch, nicht? Warum kann das nicht Guatemala-Stadt, kurze La Mango sein? Cabezas, sagt mir aber auch so gar nichts. Und San José wäre genauso wenig hilfreich gewesen. Abapo. Abapo wird was ganz Kleines sein. San Lorenzo. San Agustín. San Vicente. Cabezas. Mir sagt das halt auch gar nichts mehr. So, manchmal hat man ja wenigstens so eine Ahnung gehabt, ah, das könnte da und da sein, aber aktuell, so auch vom Gefühl her, als ob ich es einfach verloren habe. Meine Geotastic-Magie. Wo ist sie nur? Puente Abapo. Hallo Martin. Welcome. Okay, also Puente Abapo ist ein bisschen größer. West-Ost geht der. West-Ost geht der. Abapo. Der geht in die falsche Richtung.
Hier haben wir Karaya. Ja, die haben auch echt viele Flüsse im Zweifel. Wenn man da nicht ungefähr weiß, wo man sucht. Kachuba. Nanjo. Tja. Und die Länder sind halt so riesig, wenn man nicht eine Ecke irgendwie im Verdacht hat, ist man aufgeschmissen. Wie geht's dir? Mir geht's bis jetzt super, bis ich diese Runde hier hatte. Ne, die Runde davor hat uns schon fast gebrochen. 50 Minuten sitzen wir jetzt schon dran, 51 sogar. Aber sonst ist alles schick. Es ist immerhin Wochenende. Nein, viel besser, es ist Zockenende. Hä? Ich bin wieder in die falsche Richtung gefahren, kann das sein? Er hat mich wieder gedreht, während ich in den Chat geguckt habe, oder ich habe mich kurz gedreht, während ich in den Chat geguckt habe. Ja, das ist nicht gut. Wir wollen ja nach Norden fahren. Ich bin leicht am Verzweifeln halt. Aber hier ist auf jeden Fall bevölkerungsreicher. Das ist schon mal nicht schlecht. Vielleicht sehen wir ja hier... Na Mann, diese Kartoffelkameras. Es würde ja reichen, wenn ich dieses Schild lesen könnte. Ich geh mal ran, warte mal. Montono Canesos. Dr. Rucricro Alegre Municipal Mono Acle Aledal Municipal ist Kolumbien oder Ecuador, würde ich sagen, oder? Aledal, irgendwas mit A oder so. Da, wir brauchen ein besseres Schild. So, die Umfrage. Ich würde sagen, die kann ich schließen. 42% lagen falsch. Die jetzt noch auf Nee getippt haben, hatten recht. Wir werden es nicht schaffen. Also, selbst wenn ich jetzt die Runde schaffe, die anderen beiden in 7 Minuten. Das dauert allein mit Moderation länger. Kann ich auch nicht lesen. Vente e General El Paraiso Nueva. Tigo. Tigo war Kolumbien, nicht? Und noch mehr Schienen. Okay, da gibt's ja auch eine Schiene, eine Brücke mit Schiene. Was sind das für eine Flagge? Noch nie gesehen. Also sieht aus ein bisschen nach Botswana oder sowas, aber nur ganz am Rande von den Farben vielleicht. Erst hat er gehangen und dann hat er mich... Oh nee, er springt einfach komplett am Schild vorbei. Nee, hier. Santa Cruz, Bolivien. Bolivien sind wir. Ich war... Boah, so selten. Ich bin vielleicht 2-mal in Bolivien gelandet, seit ich hier bin. Okay, und Santa Cruz... Okay, dann macht das Sinn. 142 Kilometer im Norden. Das Camiri... Seht ihr, sobald man diese eine Information lesen kann, reicht es.
schon fast. So, und wir sind jetzt in Tengtagara. Deswegen können wir auch nach Süden nicht weiter, weil da die Grenze ist. Okay, das macht natürlich irgendwo Sinn. Jetzt müssen wir nur herausfinden, an welcher Stelle wir genau waren. Karapiri, Negro, bla bla, Benjamo, Rio Negro. Hier ist auch die Zuglinie, nicht? Die uns begleitet. Das passt jetzt alles auf jeden Fall. So. Dann können wir zurück zum Schild gehen. Ich habe nie gesagt, musste mich aber arg entscheiden. Ja, nicht? Es ist nach 55 Minuten schwere Entscheidung gefallen. So, ich weiß gar nicht, wann ich Kamiri gelesen habe vorhin. Das muss auch schon ewig her sein. Abapo. Wie hieß denn der? Rio Abapo. Wie heißt du hier? Rio Piccolomo. Über den sind wir auf jeden Fall nicht gefahren. Wir sind über keinen Fluss gekommen weiter. Wie heißt du? Rio Grande, Ogu, bla bla bla. So, 142 Kilometer bedeutet von Santa Cruz einfach nur so ein Daumen weg. Das heißt, wir sind irgendwo in dem Umkreis bei 142 Kilometern. Aber ich sehe diesen Fluss hier nicht. Abapo. Aber hier ist Abapo. Heißt der Fluss automatisch, obwohl er anders heißt, wenn man über die Brücke fährt? Ah, Puente Abapo. Okay. Brücke Abapo. Und da Peage Abapo. Okay. Und dann kommen wir von hier. Tatrenda Nuevo. Okay. Und wir könnten südlich nicht weiterfahren, weil da Ipita gekommen wäre. Ah, schöne Scheiße. Okay, aber wo stehen wir genau? Ist das hier unser Ding? Das sieht nicht aus nach unserem. Das ist fast zu groß. Wir sind in so einem ganz kleinen Kuhdorf. Das hier passt besser. Puh. Grüßen kann ich dich. Was das andere bedeutet, kann ich, weiß ich nicht. Aber hallo Martin Geldner. Willkommen. Kann ich gerne machen. Laguna Tatrenda. Also wir sind auch am Fluss oder See. Der ist nur nicht eingezeichnet. Ah, schöner Mist. Es ist nämlich ein riesiger See da hinten. Der scheint aber sehr flach zu sein. Ich denke mal, der wird da entstehen. Lustigerweise, wir sind 700 Meter angeblich hoch. Ach krass, wir sind hier auf 700 Metern, dieses Stück. Und hier geht's runter. Das sind 700 Meter bis hier runter anscheinend. Und das ist die Ebene, nicht? Nach Norden und nach Osten rüber. Deswegen hat es in den anderen Ländern auch null gepasst. Aber ich frage mich immer noch, wie die Sonne im Süden sein konnte am Anfang. Die ist jetzt im Süden. Die Sonne. Kompass sagt Süden. Und wenn ich im Süden die Sonne habe, bin ich im Norden normalerweise. Also dieser Kompass-Trick funktioniert nicht hundertprozentig, glaube ich, an allen Orten. Vielleicht können wir es hier drüber. Puerto Escolar. Hier ist auf jeden Fall eine Einfahrt nach Westen. Norden, Osten, Süden, Westen. Nach Westen ist eine Einfahrt. Hier wäre nichts westlich, also können wir nicht hier sein. Die Frage ist diese Straße eingezeichnet?
hier wäre was westlich, aber die Straße sieht nicht aus wie die hier. Weil die anderen anders verlaufen. Aber so grundsätzlich haben wir hier eine Straße nach Nordwesten, das könnte die sein. Und hier die Straße nach Südwesten. Das heißt, wir würden hier starten. Da ist auch das Haus. Ja, das passt. Und da Puerto Tatero Nuevo. Ja, okay. Dann würde ich sagen, stehen wir da. Bingo Bongo. 7,20 Meter. Der Startpunkt passt nicht ganz. Der liegt neben der Straße. Ja, dann ist der Kompass nicht ganz ausgerichtet von dem Ding. Guck mal, was wir fahren mussten. Und hier konnten wir nicht weiter. Warum auch immer es hier nicht weiterging. Weil wäre ich nach hier gekommen, nach Ipita, dann hätte ich die 22 und die 9 ja gesehen. Das war echt mies, dass wir hier umdrehen mussten. Und einmal komplett über den Berg. Hier stand auch nicht die 36 dran. Beziehungsweise konnten wir hier nicht reinfahren. Warum auch immer. Ich glaube, die haben eine ganz miese Abdeckung in Kolumbien. Aber ich würde sagen, ja, das war eine harte erste Runde, aber wir haben noch zwei vor uns, aber das machen wir in der nächsten Aufnahme. Bis gleich.